Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der Prima House Vectorworks-Reihe. Und zwar zeige ich euch heute, wie man Wände aufbaut. In dem letzten Video habt ihr ja schon erfahren, wie man hier die Konstruktionsebenen in den Geschossebenen sozusagen ordnet. Genau, und ich habe hier meine Datei vorbereitet. Und zwar ist das einfach ein beispielhaftes Souterrain von einem Prima House. Genau, ihr seht, hier sind schon Wände drin, es sind Decken drin, aber wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch, sodass ihr verfolgen könnt, wie letztendlich dieses Geschoss entstanden ist. Genau, dafür würde ich einfach mal mit den Wänden anfangen. Und ihr seht, dass verschiedene Wandtypen hier sind. Also wir haben hier unten zum Beispiel eine dicke Außenwand aus purem Beton. Dann links und rechts haben wir Brandwände, da das Bremer Haus sozusagen sich in einer Lücke befindet und nur genau, eine Brandwand zu dem Nachbarn braucht. Hier ist dann wieder eine tragende purem Beton. Wand. Genau, und im Inneren findet ihr dann die tragenden Kalksandsteinwände wieder und auch eben den nicht tragenden Elemente. Das sind zum Beispiel hier diese Gipskartonwände. Genau wie bei allen anderen ja, CAD-Zeichenprogrammen gibt es natürlich Bibliotheken, die euch sozusagen schon Wandaufbauten liefern. Aber ich möchte euch heute einmal sehr gerne zeigen, wie man die Wände selbst aufbaut, genau, und sozusagen eigene Bauteile schafft und was man bei dem Verknüpfen von Wänden oder auch bei dem Erstellen von Wänden beachten muss. Genau, wir befinden uns also hier in der Konstruktionsebene Fertigboden im Souterrain. Das hatte ich euch erklärt letztes Mal in dem Geschossvideo. Und wir finden hier in der Favoritenleiste einmal das Tool Wand. Wenn ich es anklicke, seht ihr, es ändert sich oben irgendwas in der Methodenleiste. Also ich klicke nochmal andere Bauteile an, zum Beispiel Bodendecke, dann erscheint hier eine Methodenzeile. Die Methodenzeile, habe ich euch schon mal erklärt, ist eigentlich nichts anderes, als wie man sozusagen das Tool benutzen kann und was man damit machen kann. Genau. Also ihr seht, man kann hier zum Beispiel Polygone zeichnen, man kann hier aber auch ein Rechteck direkt als Wand zeichnen, runde Wände und so weiter. Und was uns jetzt interessiert, ist der Wandstil, der hier neben steht. Also wir sehen, wir haben die Wand angeklickt und hier steht irgendwas. Wir gehen dafür einfach mal hier rein in die Einstellung Wand und wir sehen, dass hier irgendeine Wand geöffnet ist. Mit einer tragenden Betonschicht, aber mehr ist da nicht zu sehen. Genau, wir wollen jetzt aber meine eigene erstellen und dafür können wir dann einfach, wenn wir in den Einstellungen schon sind, sagen, löschen. Wir sehen, durch Anklicken ist hier der Stil verschwunden, weil wir jetzt einen eigenen erstellen wollen. Wir sagen einfach mal löschen. So, und dann möchte ich mal zusammen mit euch die Brandwand erstellen. Und die Brandwand hatte ich mir vorgestellt, dass die eben aus Kalksandstein ist. Dafür gehen wir einfach hier in Neu. Wir suchen Kalksandstein. Funktion müssen wir jetzt erstmal nichts eingeben. Für BIM ist es später wichtig, dass wir hier zum Beispiel die Funktion tragend, nicht tragend oder Dämmung oder was auch immer haben. Wir sagen Klasse wie Objekt. Und Material gucken wir einfach mal, gibt es Kalksandstein? Ich gehe davon aus. Ich gebe es hier ein und es kommt direkt Kalksandstein. Ich wähle aus, ich sage okay. Und von der Dicke, da muss ich jetzt mal eben ganz schnell selbst in mein Bauteil gucken. Ich habe das ja schon ein bisschen vorbereitet, wie dick das sein sollte. Ich klicke einmal an. Ich gehe hier rechts in die Schichten und ich sehe, ich schaue mir einmal ganz kurz das Bauteil an, welches ich ja schon gebaut habe. Genau, und wir gehen dann einmal wieder in die Wände zurück. Gehen in Einstellung Wand und bauen jetzt hier erstmal unser Bauteil. Genau, wir gehen hier in Einstellung neu, wiederholend Kalk Sandstein. Dann gehen wir hier einmal rein, wir klicken Kalk Sandstein an, wir sagen okay. Dann geben wir hier einmal die Dicke ein, die Dicke ist in Metern. Und mein Objekt ist jetzt 20 Zentimeter, die Schicht. Ich sage, okay, ich möchte das Stiftattribut Solid haben, damit es auch in 2D angezeigt wird. Genau, und ich sage jetzt einfach mal eben, okay. Wir sehen, hier hat sich etwas getan, und zwar ist das jetzt unsere Kalksandsteinschicht. So. Aber es besteht ja nicht nur als Kalksandstein, sondern wir haben ja auch noch Mineralwolle und Inputs. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Neu. Jetzt geben wir hier oben einmal Inputs ein. Das sind erstmal die Beschriftung für uns, genau, um das Ganze zu gliedern. Funktion ist erstmal egal, Klasse wie Objekt. So, dann geben wir jetzt Putz ein.
Es kann sein, dass es manche Bauteile nicht so gibt, wie ihr sie haben wollt. Zum Beispiel, dass Vectorworks jetzt nicht unterscheidet zwischen Inputs und Außenputs. Ihr könnt euch aber aus den externen Bibliotheken oder aus den Premium-Bibliotheken, wie auch immer, noch weitere Bauteile besorgen und dann habt ihr auch eine größere Materialauswahl. Ich nehme jetzt aber mal diesen Putz einfach. Ich sage, okay, Dicke von diesem Putz ist dann wahrscheinlich wieder 1 Zentimeter. Genau. 0,01 ich sage wieder genau okay, ich bestätige und jetzt haben wir noch die letzte Schicht, die es gibt und zwar ist das die Mineralwolle und wir geben einfach mal Mineralwolle ein. Ich weiß, dass es das in den Bibliotheken, die ich gerade offen habe, nicht gibt. Wir sehen, mit dem eingestellten Filter sind keine Elemente verfügbar. Was mache ich jetzt? Ich schaue, was ist in den Vectorworks-Bibliotheken vorhanden. Ich gehe auf Materialien und wenn ich so ein bisschen runterscroll, sehe ich ja, okay, es gibt eigentlich gewisse Dämmstoffe. Wo sind sie denn jetzt hin? Dann muss ich mal. Genau. Dämmstoff heißt es hier in dem Falle und da erscheinen jetzt auch nur ein paar, wie gesagt. Ihr könnt euch noch mehr ziehen, aber ich nehme jetzt einfach mal Dämmstoff XPS. Ich bestätige mit OK. Und die Dicke von dem Dämmstoff sind jetzt genau 0,065. Ups, was ist da jetzt passiert? 0,06. Ich schaue, ob das stimmt. Ich bestätige mit OK. Und wir sehen, das Bauteil wurde erstellt. Es sieht jetzt aber irgendwie ein bisschen falsch aus, weil es ist ja so, dass das nicht in der richtigen Reihenfolge ist. Also unter dem Input liegt ja jetzt nicht die Mineralwolle. Wie kann ich das ändern? Also es ist klar, dass Kalksandstein in der Mitte liegt. Und wir sehen, wenn wir hier links auf die 1 geben, da ist so ein rotes Fähnchen. Und dann können wir eigentlich mit dem roten Fähnchen genau in die Spalte gehen, wo wir das Bauteil haben wollen. Also die Schicht. So, Kalksandstein ist jetzt in der Mitte. Allerdings ist es so, dass wir sozusagen das Bauteil gerade noch falsch herum. Nee, gar nicht. Jetzt ist es richtig herum. Und was wir jetzt noch schauen müssen, und zwar dieses kleine Häkchen hier, das kann man überall hinsetzen. Das hat aber die Funktion, dass das tragende Bauteil, also das Hauptbauteil, gemeint wird. Das ist wichtig für später BIM und ihr solltet euch das einfach richtig angewöhnen. Genau, mein Häkchen ist bei Kalksandstein, weil das ist meine tragende Schicht. Und jetzt sage ich hier oben rechts, wann es die sichern und ich nenne das Ganze mal eben Tutorial und dann AW wie Außenwand und dann sage ich Brandwand. Ich bestätige mit OK. Wir sehen hier oben, der Wandstil wurde gespeichert und ich bestätige mit OK. Wenn wir jetzt hier oben in die Wände gehen, jetzt wurde das schon geändert, weil wir es gerade bearbeitet haben, erscheint hier oben Tutorial, Außenwand, Brandwand. Das heißt, wenn ich jetzt zeichne, ist das sozusagen genau die Brandwand, die, also das Bauteil, was ich gerade erstellt habe. So. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, das ist sehr ähnlich, aber was halt nicht gleich ist, ist die Dämmung, weil ich hier eine andere Dämmung verwendet habe für die Außenwand. Wir können uns das nochmal anschauen, welche Dämmung ich hier verwendet habe, indem wir das Bauteil einfach anklicken. Wir gehen dann in Schichten und wir sehen bei Mineralwolle, wenn wir darauf bearbeiten, da habe ich so eine sozusagen mit so einer Schlangentextur genommen. Das können wir jetzt hier auch nochmal eben ganz schnell ändern, indem wir sozusagen hier einfach raufgehen. Wir gehen auf Schichten. Genau, dann müssen wir das Bauteil einmal bearbeiten, also wieder auf Band bearbeiten. Und dann gehen wir hier die Mineralwolle, sagen bearbeiten. Und wir wollen einen anderen Dämmstoff, und zwar mit diesem geriffelten. Sagen jetzt okay. Ich sage wieder okay. Da ich sozusagen hier die Mineralwolle geändert habe, hat sich jetzt auch wieder der Wandstil geändert, weil wir haben ja die andere Dämmung dem einen Wandstil zugewiesen. Das heißt, wir sichern den halt nochmal ab und nennen ihn jetzt einfach mal 1. So. Okay. So. So, und jetzt können wir uns das, die Wand, die wir haben, hier nehmen. Und hier rechts, das ist ja die Informationspalette, sehen wir jetzt, dass der Stil Tutorial Außenwand Brandwand angegeben ist. Wir sagen ersetzen und wollen den zum Beispiel ersetzen mit dem, was wir gerade erstellt haben. Und zwar haben wir ja gerade erstellt Tutorial Außenwand Brandwand 1. Wir sagen okay, ersetzen. Und wir sehen, die Wand hat sich verändert. So. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie man Wände aneinander dockt. Und zwar ist es so, dass es manchmal
Probleme daran gibt, wie sich die Wände verbinden. Aber es ist ganz wichtig, dass die Wände richtig verbunden werden. Genau dafür zeichne ich jetzt einfach mal ein ganz, ganz grobes Bremer Haus. Ich nehme hier einmal Außenwand Porenbeton und ich zeichne jetzt einfach mal ja, so eine grobe Linie. Mit Doppelklick bestätige ich. So, jetzt sehen wir, das ist jetzt schon richtig gewesen, dass sozusagen außen die dickere Linie ist, Außenputz ist dicker und innen der Innenputz. Allerdings gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Wand zeichnen, wie gesagt, in der Methodenzeile. Ich habe jetzt hier mit angefangen, mit der linken Kante. Das heißt, dass die Wand sozusagen linksseitig gezeichnet wird. Das können wir jetzt hier sehen. Das ist am besten, wenn ihr das mal ausprobiert. Also wenn ihr das selbst ausprobiert, dann bekommt man da irgendwie ein Händchen für, wann man welche Methode benutzt. Es geht nämlich auch ab der Mittellinie kann man zeichnen und man kann auch von der rechten Kante zeichnen. Es sieht jetzt nicht wirklich nach dem Unterschied aus, es macht aber einen Unterschied für die Bauteilschichten und für die Aufbauten, wann, sag ich mal, außen und innen ist und wann oben und unten ist. Genau, und dann ja, gibt es, wie gesagt, hier noch die Möglichkeiten für Rechtecke und Polygone. Aber ich wollte ja jetzt ein einfaches Bremer Haus zeichnen. Also werde ich das jetzt mal eben machen. Dafür nehme ich mir, ich habe hier schon Wandstile vorher erstellt. Die tauchen hier alle sozusagen dann auf. Ich habe hier, wie gesagt, die Porenbetonwand und ich lösche mal eben die anderen Zeichnungen ganz kurz raus. Ich könnte das jetzt auch alles markieren, aber ich mache das jetzt mal eben so. Also genau. Ja, und dann nehme ich mir hier unten noch mal eine Brandwand, nee, eine Porenbeton tragende Wand. Das passt jetzt von den Proportionen gar nicht, aber ich möchte euch das ja auch einmal nur sozusagen grob zeigen. Ich bestätige mit okay. Und was wir jetzt sehen, hier ist nämlich genau das passiert, was ich nicht wollte. Also jetzt ist es so, dass der Außenputz innen liegt und der Innenputz außen. Das liegt daran, wie ich sozusagen gezeichnet habe in der Methodenzeile. Ich zeige euch jetzt noch einmal, ich habe das mit dem Werkzeug gezeichnet, von der rechten Kante. Aber ich kann es auch von der anderen Seite sozusagen. Ups, das hat es gerade nicht geklappt. Von der anderen Seite zeichnen und dann sehen wir, genau, wenn ich das von der anderen Seite gezeichnet habe, dass es jetzt wieder richtig ist. Also jetzt ist der Außenputz außen und der Innenputz innen. Genau, das ist manchmal ein bisschen tricky und man muss manchmal ein bisschen umdenken. Aber sobald ihr das Prinzip von den einzelnen ja, Methodenwerkzeugen verstanden habt, das ist eigentlich ganz simpel. Ich möchte mal jetzt eben, dass das die gleiche Größe ist. Und hier schaue ich auch mal, dass ich das vergrößere. Genau, ich habe das jetzt, seht ihr, ja zu klein gezeichnet. Ich passe das mal eben an das Bremer Haus grob an. Es wird, wie gesagt, das ist nur ganz grob, dass man das Prinzip versteht. Man kann die Bauteile auch verlängern, also hier einfach an den blauen Häkchen ziehen. Ich möchte, dass das jetzt genauso lang ist wie das untere. Ich sage okay und wir sehen, das Bauteil hat sich verlängert. Das sehen wir auch zum Beispiel da dran, dass sich hier die Länge verändert. Also wir sehen ja hier rechts in der Informationszeile, genau, dass sich die Länge verändert. Ja, und jetzt stimmt hier irgendwas auch noch nicht. Das heißt, ich ändere das nochmal eben kurz ab. So, bis dahin. Ja. Genau, und jetzt wollen wir eine andere Wand. Und zwar jetzt wollen wir unsere Brandwand benutzen, die wir eben uns konstruiert haben. Ich wähle sie aus. Und ich schaue mal. Ja, jetzt wird hier nämlich ab dem Mittelpunkt gezeichnet. Das benutze ich nie, ich finde das total irritierend. Und jetzt müsste ich halt mit dem zeichnen, damit ich an der Wand bin. Genau. Und ja, was ist jetzt passiert? Das ist nämlich das, was man auch nicht haben möchte. Ihr seht, es ist ein Unterschied zwischen dieser Wandverbindung und dieser Wandverbindung. Hier haben sich die Wände einfach verbunden und ich wollte das gar nicht. Und hier unten haben sich die Wände auch einfach verbunden. Was kann ich jetzt tun? Das passiert automatisch bei Vectorworks. Dafür ziehe ich die Wand einmal runter. Ich verlängere diese Wand hier bis auf die Endkante. Und dann gibt es hier extra verschiedene Tools. Es gibt hier das Tool, nämlich Wände zusammenfügen. Und dann kann man einfach dieses T benutzen und man klickt beide Wände an und es verbindet sich. So, jetzt ist es auch richtig verbunden. Allerdings fehlt hier sozusagen noch der Wandabschluss auf der Seite. Und dafür kann ich einfach hier rechts wieder in die Informationszeile und auf beidseitig klicken. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal unten. Ich in Anführungszeichen entferne die Wand. Diese Wand ziehe ich jetzt einmal wieder länger. Und dann verbinde ich die Wand wieder mit Wände zusammenfügen. Auch das hat geklappt. Und auch hier möchte ich wieder, dass am Anfang und am Ende sozusagen beidseitig ja, der Wandabschluss ist. Was stimmt jetzt noch nicht? Und zwar sehen wir,
Genau, hier möchte ich auch einen Wandabschluss für dieses Bauteil haben. Also ich sage wieder beidseitig. Und wir sehen jetzt aber, dass der Putz hier noch zwischen ist. Das wollen wir nicht. Und jetzt kann man Schichten verbinden. Schichten verbindet man, indem man hier auf Schichten zusammenfügen geht. Jetzt kann ich zum Beispiel diese beiden Schichten zusammenfügen. Oder ich kann auch diese beiden Schichten zusammenfügen. So, dann läuft der Putz nämlich da jetzt nicht mehr durch. Das gleiche mache ich hier unten auch nochmal, dass ich die tragenden Schichten verbinde und dass der Putz, die Dämmung bis dahin läuft. Einfach mit diesem Werkzeug hier. Ich mache das immer mit T mit Abschluss, damit da sozusagen diese Linie gezogen wird. Man kann aber auch ohne Abschluss machen. Dann würde diese Linie weg sein. Genau. Ja, jetzt ziehe ich auf der anderen Seite noch mal eine Wand. Ich bin ja jetzt immer noch bei Brandwand. Ich ziehe sie sozusagen von unten nach oben. Jetzt ziehe ich sie bewusst mal nur bis hier, weil das Problem ist wieder aufgetreten, dass sich die Wände falsch verbunden haben. Und jetzt kann ich direkt sagen, okay, Wände zusammenfügen. Die Wände fügen sich zusammen. Und dann sage ich noch mal Schichten zusammenfügen. Und dann habe ich mein Bauteil sozusagen fertig. Das gleiche mache ich hier unten wiederholend. Genau, ich nehme meine Wand. Ich sage okay. Dann nehme ich das Zusammenfügewerkzeug, füge die Wände zusammen, füge noch einmal eben die Schichten zusammen und gebe dem Ganzen auch hier einen Abschluss auf beiden Seiten. So, und jetzt steht das Grundgerüst von dem Bremer Haus auch schon. Und jetzt, genau, können wir uns um die Innenwände kümmern. Da ist das gleiche Spiel, zeige ich euch jetzt noch eben einmal ganz schnell. Wir nehmen wieder uns eine Wand. Jetzt habe ich die schon erstellt gehabt. Das war eine Gipskartonwand. IW Gipskarton. Ich sage okay. Genau. Und jetzt können wir einfach mal hier drin zeichnen. Und auch hier gleiches Spiel. Die Schichten werden wieder miteinander verbunden. Also wenn wir wollen, dass die Schichten miteinander verbunden werden wollen, dann genau, einfach mit diesem Verbindewerkzeug. Das habe ich jetzt ganz, also schnell und sage ich mal sehr unsauber gemacht. Ihr seht hier auf der linken Seite dann sozusagen einmal, wie das Bremer Haus wirklich aussehen sollte. Hier habe ich es ja nur ganz vereinfacht, die Form gezeigt. Die Form ist ja ein bisschen komplexer. Das sieht man ja hier. Aber da habe ich die Wände einfach mit dem Polygonwerkzeug gezeichnet. Zum Beispiel so eine Ecke hier unten. Die kann man ganz leicht. Ups. Kann man ganz leicht einfach mit dem Werkzeug zum Beispiel nachziehen. Also da kann man einfach ein Polygon machen und schon hat man die Linie. Ja, zum Schluss noch einmal ganz schnell, das hatte ich eben vergessen zu sagen. Wenn ihr die Wände anklickt, immer auf die Informationsreiter achten. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Wandhöhe von 2,75. Genau. Und dann können wir das Ganze auch uns in 3D anschauen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Höhe von 2,5. Ich schalte mal eben die anderen aus und gehe noch mal ganz kurz ins 3D-Modell. Genau, wir sehen sozusagen einmal hier das richtige Bremer aus und hier einmal die Wände, die ich gezeichnet habe. Und wenn man die dann in 3D anschaut, das kann man hier oben über die Palette machen, sehen wir halt, dass die Wände auch alle richtig angeschlossen sind und sie sind alle 2,50 Meter hoch. So, hier ist jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag. Und zwar möchte ich euch gerne nochmal zeigen, was man bei den Wänden beachten muss. Und zwar ist es ja so, dass wir tragende Wände haben, die sozusagen bis nach unten durchgehen. Und wir haben nicht tragende Wände, die auf dem Bodenaufbau gründen. Und zwar kann man das hier sehr gut sehen. Wir haben hier einmal die Gipskartonwand. Und die Gipskartonwand steht ja auf dem Bodenaufbau, weil es eine nicht tragende Wand ist. Und dann haben wir hier die tragende Kalksandsteinwand, die sozusagen bis nach unten gründet. Hier haben wir einen Fliesenbelag und genau, da ist es ganz wichtig, dass ihr das sozusagen im Hinterkopf habt, weil sozusagen bei den nicht tragenden Wänden hat man ja immer nur die lichte Höhe. Wir können es hier zum Beispiel einmal messen und die lichte Höhe sind jetzt 2,384 und diese Wand muss eben auch die Höhe 2,384 haben. Das hat sie, genau, und da ist dann einmal wichtig, dass wir sozusagen den Abstand zur Unterkante, das ist dann der Bodenaufbau, den dann einmal komplett raufrechnen und den hier eben sozusagen einmal bei den Höhen eintragen. Genau, das ist ganz wichtig, wenn man später dann Schnitte generiert.